Die Swisscom hat mir ein neues Telefonbuch zugeschickt, dass es das noch gibt. Ich habe mich sofort daran gemacht, das Alte mit dem Neuen zu vergleichen. Erst auf Seite 83 bin ich auf die erste Mutation gestoßen. Ich bin erst beim Buchstaben B angelangt. Nun habe ich der Swisscom einen Brief geschrieben mit einem Verbesserungsvorschlag. Sie könnten mir in Zukunft einfach eine Mutationsliste schicken und ich würde die Korrekturen handschriftlich vornehmen. Das würde Papier sparen. Ich habe noch keine Antwort erhalten. Einzug in die Freie Republik Schmiedgasse. Mit dem Umzug in die Schmiedgasse begann für mich der Lebensabschnitt, der mich vermutlich am meisten prägte. Die Schmiedgasse ist der älteste Dorfteil von Stans. Die Gasse zieht sich in einem Bogen am Abhang des Stanserhorns entlang. Hier wohnten und arbeiteten Handwerker. Wenn ich auch das Gedicht lese, Sirius, dann sage ich immer, das ist ein einfühliges Nidwaldner Dialekt, weil da drinnen kommen alle wichtigen Verben vor, die man muss wissen, wenn man mit Nidwaldner Dialekt reden will. Das heisst Chodere. Es chodert und lodert und schodert und blodert. Es tschiedelt und fiedelt und riegelt und strigelt. Es dieselt und schiesselt und hässelt und gässelt. Es klevelt und hevelt und deselt und heselt. Es kiefelt und wiefelt und geifert und seifert. Es tschädert und fledert und schwadert und fladert. Es tschiedelt und fiedelt und riegelt und strigelt. Es gagelt und sagelt und ruggelt und kugelt. Es giegelt und stiegelt und legt und dosert und raset und grasen. Es schmuset und gruset und fuset und huset. Es loset und muset und kieset und wieset. Tieselen und schieselen und hässelen und gässelen und kleffelen. Und die hochdeutsche Kurzform heißt: Die wilden Jahre sind gewesen, es bleibt im Bett mehr Zeit zum Lesen. Etwas ein Satz, wo ihr müsst jetzt erraten, was der Ursprungssatz war, oder? Das sind jetzt die, das ist der erste Satz, der da entstanden ist. Urs hasst laute Kanuschlager. Uralte Schlagerkuh als Stanz. Kulturhaus Käslager, Stanz. Ein freier Hund. Erfinde in Ruhe, hier ende in Ruf, Ehre für Indi. Aber gesund ist das nicht. Die meisten von uns müssen später einmal gehen. Sie sind müde und sterben, müssen das Leben loslassen. Wir wissen nicht recht, was nachher kommt. Tut es weh? Geht es ewig? Oder nur ein paar Stunden? Nur eins weiss ich sicher schon heute. Gesund ist das nicht. Nein, gesund ist das nicht.
Die da sind noch nicht denen. Die denen sind nicht mehr da. Die da wollen noch lange nicht denen sein. Die denen wollen nicht mehr zurück. Denke ich dir da. Die denen sind manchmal gleich da. Auch wenn die da die denen nicht sehen können. Die da redet manchmal mit denen denen. Die denen redet vielleicht auch mit denen da. Nur kehren die da, die denen meistens nicht. Es muss für die denen frustrierend sein, dass die da nicht hören. Wenn die da die eine Stelle sind, merken sie, was sie hätten kehren können, wo sie noch da waren. Aber eben, die denen können nicht mehr zurück. Die denen haben es gut, denken die da. Die da könnten es gut haben, wenn sie ein bisschen mehr daran denken würden, wie es da ist, wenn sie denen sind. Sie würden ein bisschen mehr da sein, solange sie noch nicht denen sind. So stellt sich der da das vor. Wie es da ist, wenn er denen ist, weiß er erst, wenn er nicht mehr da ist. Du, die Walkenbaschi ruscheln, schadern grassu wandula. Gramsi Woschi Wagipanku, Gorgo Merlo Mangola, Zanga Rifu Havrimexu, Urku Grumpa Seculoso. Als der Selbstmörder springen wollte, kamen ihm Zweifel, ob er die Herdplatte abgeschaltet hatte. Er stieg hinunter, um nachzusehen. Auf dem Weg begegnete er der Frau seines Lebens. David musste in der Schule einen Aufsatz zum Thema »Ein sportlicher Erfolg« schreiben. Auf dem Blatt, das er abgab, stand nur: Als Tennisspieler gebe ich nie mehr als einen Satz ab. Der Berti nimmt den Schläger auf. Der Klein macht noch einen tiefen Schnauf. Beth geht weg mit schwerem Schritt. Das wär's dann gewesen. Genug Gerät für heute.